Bin ja ein bisschen neidisch, dass Ömer so viele Lebenspunkte regeneriert, ne? Das ist ja Ich bin jetzt schon, schon voll. Ich weiß nicht, ob Frosty dann irgendwann demnächst sagt, du kriegst 2 Lebenspunkte einfach dazu, dass ich auf 29 permanente gehe. Die Krankheit scheint mich zu stärken. was bin ich als 30 permanente Lebenspunkte? Ja, 27. Ich bin wie so ein Elf. Etwas klapprig. Wow. Nur nicht ganz so schön und jetzt gerade aktuell am Verfaulen. Ach, verfaulen ist ein hartes Wort. Du bist umgestaltet. Ich Richtig, ja. kann, also der Fachmann empfiehlt da ein Pfötchen Teriyaki. Aber Ja. ihr habt das ja weggegeben! Also ich Oder sehe, ihr dass habt das alles gut überhaupt nicht läuft, muss ich ganz ehrlich weggegeben. sagen. Es sind keine permanenten Lebenspunkte, es sind nur temporäre. Das ist mir mancher, wenn du sagst, das nächste Mal, dass ich LE bekomme, soll ich ihn sozusagen als Semi-Permanente sozusagen Genau, ausfallen? semi-permanent kannst du auch übers Max gehen, das ist mir egal. Die könnten permanent werden. Mishkara hat da ganz interessante Flyer zu. Ich glaube, Ich dass meine, ich, ich da, meine, ich glaube, Jana, du hast da im total falschen Nest rum. ich Das habe kann ich dir dir mal, jetzt schon. ich kann dir mal einen Flyer von Mishkara geben, aber ja, es ist Ich halt meine, also, falsch. ich mein, also, diese Knolle war ja, keine Ahnung, die hatte ja mit Mishkara nichts zu tun, aber sie kann ja trotzdem helfen, permanente Lebenspunkte zu kriegen. Muss das aber mal so sehen. Wir haben uns eh schon geeinigt, den Wandstrahler umzubringen, wenn nötig. Glaubst du, uns hätte jetzt noch ein Pakt auf? Richtig, ich meine, wenn ihr sowieso schon reinhaut, dann könnt ihr auch richtig zulangen. Ja. Für 1000 Pack GP muss man dem Dämon schon ordentliches bieten. Was gibt Besseres als ein verfaulter Körper? ein toter Wandstrahler natürlich. Ja, du gibst so, du bist extra, du bist so das Warum nicht? Also wenn Geschenk. du tot umfällst, packe ich Flyers. dich ein als Donaria. Ich glaube, Genau. Und verkaufe dich irgendwo in Yol'Gurmak. ich glaube, der Singular ist Donarium, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich halte relativ gut her mittlerweile. Ja, aber wenn du einfach doch tot umfällst und kein Schiff verbrennst, dann verkaufe ich dich in Yol'Gurmak, da kriegt Mann, man was für. ich hasse es, dass Jana ans Lebenswandlehen dazu zwingt, sich im Notfall auf die Seite von Palling anzustellen und nicht von Angenbruch. Mich nervt das, ich mag Angenbruch. Ja, aber gehst du auch zur verkackten Paraios-Kirche? Richtig. Das war ja Kurz auch einfach AFK ein müsstest du machen. Wir Das war ein können ganz halt klarer nicht, wir Behinderung. können halt nicht alle sagen, ja, Sigi nehme ich das Ding, wo mir der Arm abfault. Wie fandet ihr die Gräfin? Ey. Typisch Torwalsch, ne? Typisch Nutzlos. Wissen wir Torwalsch, nicht aber mehr. so richtig. Ich kann aber mir fast schon verstehen. Ich meine, sie ist eine Brabakerin, ein Quatsch Torwalderin, ist da ein Unterschied? Ja, die einen sind. Ja, der Akzent. Die einen sind riesengroß, sprechen eine kaum verständliche Sprache und hauen alles kaputt, was sich bewegt, und die anderen sind Torwalder. Ich meine, die Brabaker behaupten auch, dass es eine super Idee ist, Dämonen zu beschwören und Untote zu erschaffen, um gegen Dämonen und Untote zu kämpfen. Ja, die Brabaker halten es auch für eine super Idee, sich Haustorwalder zu machen. Demokratie. Ja. Ich hätte sie fast gehauen, als sie das gesagt hat. Ja, Demokratie, Ich hab wollt auch, ihr als sie fliehen gesagt oder hat, wollt ich ihr scheiß. sterben? Als sie gesagt hat, ich scheiß auf Freude, sich am Moment lang überlegt, eine Schlägerei anzuzetteln. In Aber einem die Monat hätten in wir alle. Altdorf, viel Spaß. Aber die hätten wir alle hart verloren. Ja, wenn sie halt nicht drauf geht, musst du in einem Monat in Altzoll sein. Schade, dass ich jetzt nicht sowas habe wie heiliges Duell. Dann hätte ich das gemacht, dass sie beide hinbleiben müssen. Aber ist das ein ehrliches Verbot in Kriegszeiten, Duelle? Landfriede. Also ich weiß, der Marschall wurde dafür ins Gefängnis gesteckt. Der Marschall wurde verwandt, weil in Gareth zu Zeiten des Turniers Duellfriede herrschte. Ich meine, zum Wissen, Im dass Mittelreich im herrscht derzeit Krieg. Land, im Mittelreich herrscht derzeit Landfriede, was bedeutet, du Okay. darfst keine Fäden führen. Aber Aber du Duelle erlaubst sie davon trotzdem. führen. Im Ja. Krieg. Na gut, fast Krieg. Denn Rondra will es. Mhm. Lass dich duellieren, so viel du lustig bist. Normalerweise stirbt bei so einem Duell auch keiner. Vorher habt ihr eigentlich die Bedingungen ausgehandelt? Erste, zweite, dritte Blut? Nö. Was, sowas. Sowas legt man fest, wenn man dann morgens um 6 Uhr auf dem Duellplatz steht und sich gegen Ach so. spielt. Ach, wir kämpfen jetzt auf Leben und Tod. Vor allen Dingen, dass sie die Waffen wählen. Viel Spaß. Also das kann ganz blöd für dich enden, wenn die da diesen Move Sag macht. Bescheid, wenn du einen Sensattacco willst. Ne? Es geht, also erstmal, nein. Zweitens geht es nicht darum zu gewinnen, es geht darum, auf der Welt gestanden zu haben. Ja. Ob unser Duell gewinnt, ist zweitrangig. Also wenn du dich erstmal durch 5000 Untote geprügelt hast, dann in Altdorf stehst und dann merkst, dass die Alte da nicht ist, dann feier ich das aber hart. Eine Herausforderung ist eine Herausforderung. Ich habe da eine Prinzipientreue. Also, wir haben schon mal das Bauernheer vor. Also ich denke auch, das wird sehr lustig. Aber Das mein Highlight war auf jeden Witzigste. Fall, Freios kann mich am Arsch lecken. Ich bin dafür, wir scheißen einfach auf alles und belagern erstmal Burggraben und Wieso das denn? Warum nicht, weil Answin ein Wichser ist? Ich habe zweimal Ja, komm, machen wir das.
Ich habe meine Protokollnotizen zweimal anzusehen, ist ein Wichser drin stehen. Okay, klar, mit fünf Leuten ja begraben und das ist eine gute Idee. 500 Bauern her, Junge. Ja, aber die haben doch nicht bei. Die haben eine unglaublich gute defensive Position, aber die haben auch nur einen Eingang. Von Wilhelm bis nach Burgundmund ist es nicht weit. Meinst du wirklich, der Marshall lässt sich auf so Sachen ein? Natürlich nicht. Junge. Also. Wir kommen fast reichsgerecht, wenn wir das machen. Ich finde das halt so witzig, was die Leute so an Vorstellungen haben. Ja, da kommt eine riesige Untotenarmee, die alles auffressen will. Ja, die verstecken uns halt in unserer Burg. Ja, uns kann hier nichts passieren. Und wenn die dann los sind, dann kommen wir von hinten und dann werde ich jetzt Kaiser. Als Borberat kam, gab es auch jede Menge Leute, die in ihrem Haus geblieben sind und gesagt haben, ach, es geht schon vorbei. Ich wollte gerade sagen, halt, das Horas eigentlich hat halt gar nichts gemacht. Al-Anfa hat halt gar nichts gemacht. Das war so eine Trottel, Mann. Wir gehen ins Winchesters, kaufen Papiere und warten für die ganze Sache, bis sie sich legt. Kunchum hat auch nichts gemacht. Kunchum ist auch zu nichts zu gebrauchen. Nee, ganz Tulamidenreich. Es war nur das Mittelreich. Ständig kriegt das Mittelreich auf die Fresse. Ja, weil die auf die Fresse. Dass Kunchum nichts gemacht hat, stimmt ja so auch nicht, weil wie gesagt, dieser Akademieleiter war ja an der Mitentwicklung der Bandkreise federführend. Hasra war ja nicht Jakoban. Man muss aber auch sagen, es ist nur das Mittelland, das beschissen genug ist, dass da schwarze Lande entstehen. Al-Anfa hat keine schwarzen Lande, Brabak hat keine schwarzen Lande, das Hochrasreich hat keine schwarzen Lande. Richtig. Richtig, denn Al-Anfa ist die schwarzen Lande. Euer Großexekutor ist ein Barbaradianer, mein Junge. Ja, und eure gesamte Hauptstadt ist namenlos geweiht. Das ist ja nur Spoiler. Also ja, erstmal Spoiler-Alarm, ja. Ich wette, Frau Prutz ist in Wahrheit Bakterien. Ja, auf jeden Fall. Reitet der Nabel mir so zu, dass er es gar nicht mehr mitkriegt. Und weißt du, was die in die Kekse reinmischt? Vielleicht sind wir auch deswegen dran. Ja, hast du dir nachts abzapft. Wahrscheinlich. Naja, aber die geilste Aussage war immer noch so, ja, wir werden jetzt alle hier evakuieren und dann können sie in zwei Wochen zurück. Ihr seid ja sowas von naiv. Nein, die Leute werden jetzt hier bleiben und auf Bäume klettern. Ja, aber du musst das auch mal so sehen. Das war so dumm und naiv. Das frage ich. Das ist so. Ja, das ist aber jetzt Pott, mal der ehrlich. Kessel schwarz nennt. Ja, aber das ist eine Armee, die, ja, die mag aus 30.000 Mann bestehen. Ja, das sind Untote. Aber der Typ will A, angreifen und B, wird er nicht durch ganz Dapazien erstmal tigern und 8.000 Leute irgendwo im Wald suchen. Da hat der A gar keinen Bock drauf und B, hat er da auch keine Zeit für. Das ist ein Drache. Der fliegt einmal rüber, ja, macht ein Feuer, aber das ist der Wald ein brennt. Drache. Und das ist der Wald brennt ein Gebiet. Kann Rassas so Feuer sparen? Es ist ein Drache. Außerdem, ganz im Ernst, glaubst du, es juckt den, dass sie da mit 5 Mann im Wald hocken? Dafür hat er Zeit, dafür hat er doch gar keine Zeit. Ja, aber jetzt überleg mal, alle hocken im Wald. Junge, die Grafschaft 2 Mühlen Zwerg hat so über den Daumen gepeilt, glaube ich, 20.000 Einwohner. Ja, das sind 20.000 aber die sind alle irgendwo verteilt im Wald. Ich find's einfach so geil, wie ich schon wieder Anspielungen mache auf die Zukunft. Was? Bei uns gibt's keine Nekromanten. Die würden hier auch gar nicht geduldet. Ich wollte gerade sagen, in 2 Mühlen gibt's keine Nekromanten. Also ganz im Ernst, was wir da denen verkaufen, ist auch brutal unrealistisch. Der wird nicht mit seiner gesamten Armee sich erst denken, oh, ich gehe mal erst nördlich überall in den Wald, dann gehe ich südlich überall in den Wald. Wenn er das macht, dann haben wir in Wehrheim ungefähr noch 3 Jahre, bis er mit seinen langsamen Arschtoten Untoten ankommt. Ne Quatsch, der lässt die schön gemütlich alle nebeneinander in einer langen Kolonne, der braucht keine Straße, der lässt die schön gemütlich in einer langen Kolonne, alles was das sind aber auf dem Weg ist und lebt. Strunzdumme Untote, die irgendwer kontrollieren muss. Ja, weißt du da, ob da nur strunzdumme Untote sind oder ob ja, da werden vielleicht ein paar hundert Vernünftige dabei sein. Junge, der hat den Targoni-Totsplitter. Ja, okay, aber der muss das auch alles kontrollieren. Glaubst du, hat der Bock drauf? glaubst du, der denkt sich so, Alter, der könnte auch einfach, wenn der das wollen würde, würde der einfach nach hier unten laufen. Macht der auch nicht. Ich sollte das Talent-Prophezeiung halten, die werden alle sterben. Wenn der Junge muss ja nicht Wehrheim angreifen. Das macht er ja, weil er das möchte. Nee, er will, dass Magalotta das möchte. Deswegen macht er das. Ja, aber ja, dann will er, kann er ja auch nicht 3 Stunden hier und 300 Jahre durch den Wald hier rennen. Genau, wir wollen die Leute da wegkriegen, damit er es eben nicht macht, dass er mal sagt, so, ich kann mir einen Tag Zeit nehmen und da habe ich nochmal 20.000 extra Leute und da habe ich nochmal 20.000 extra Leute. Du tust gerade so, als wäre ein Wald, in dem du 20.000 Leute verstecken kannst, so schwer zu durchlaufen. Denk mal auf. Ja, aber du musst mir überlegen, der latscht hier mit seinen Untoten lang, ne? Der latscht hier mit seinen Untoten lang. Ja. Hier hocken die irgendwo im Wald. Da denkt er sich, okay, ich nehme meinen gesamten Untoten, weil das ist ein riesiges Stück Wald. Wir latschen da jetzt mit allem hin,
bringen die alle um. Okay, was, warte. Was ist der Unterschied, wenn sie hier unten im Wald hocken, als wenn sie einfach hinter Wilhelm im Wald hocken? Wenn sie da unten wären. Die denken nicht, wir hacken uns da unten im Wald, die denken uns, wir hocken uns hier in den Wald. Wir gehen einfach 5 Meilen. Da sind ein paar Bäume und da setzen wir uns hin. Das ja, denken die. Ganz im Ernst, wenn die hier im Wald hocken, dann nimmt der vielleicht macht der vielleicht 20% davon tot. Wenn ja, das sind 20%! 20% sind 4000 Mann, Junge! Ja, aber wir akzeptieren doch eh, dass die Hälfte von den Arschlöchern hier eh nicht kommt. Glaubst du, die 20% machen den Braten dann noch fett? Ja, denn das sind immer noch 2000 Mann! Ja, ich nicht, dass sich alle zurückziehen in die Wälder vorlegen. Es gibt immer ein paar Doofe, die denken, ach, mir passiert doch nichts, ich bleib hier bei meinem Haus. Ja, aber das wird doch sowieso sein. Halb der Parts hier wird sich nicht evakuieren lassen. Ja, und unsere Aufgabe ist es eben dafür zu sorgen, dass es mehr als nur halb Richtig. Schwarz sind. Immer hat gesagt, ihr macht das und dann wird das gemacht. Ja, aber es wird aber da nicht. Da gibt es nichts dran rum zu diskutieren. Ja, ganz im Ernst. Aber was wir verkaufen, ist halt auch Bullshit. Die Alten haben ja Unrecht, wenn die sagen. Was wir verkaufen, ist aber der preisgefällige Bullshit. Der preisgefällige Bullshit geht der Alten aber Marsch vorbei, wie du live mitgekriegt hast. Ja, aber was danach mit den Leuten passiert, kann uns scheißegal sein. Wir sollen nur dafür sorgen, dass nicht 20% der Leute sterben, sondern vielleicht 5% der Leute sterben. 5%? Was hast du denn für Hoffnung? Wenn da 50% von weglaufen, dann ist das gut gelaufen. Diese ganzen alten Leute, wir haben keinen Weg, wir haben nichts organisiert. Wie willst du die transportieren? Die können doch so alt sein, wie sie wollen. Normal. Wenn sie alt und klapprig sind, sind sie als Zombies genauso schnell wie frische, junge Zombies. Ja, aber die werden da trotzdem nicht abtransportiert werden können. Du weißt, dass auch normale Leute Wägen besitzen, ja? Ja, aber ich gehe fest davon aus, dass mehr als die Hälfte der Leute, vor allen Dingen jetzt hier bei mir, wenn die Alte sagt, wir hauen hier ab, dann sagt die, jo, wir gehen in den Süden, wir gehen doch nicht zu Wehrheim. Ich würde auch nicht nach Wehrheim laufen, wenn ich weiß, ey, bei Wehrheim ist die fette Schlacht. Bin doch nicht behindert. Das kann uns ja scheißegal, wohin sie rennen, solange sie wegrennt. Sie hat ja gesagt, nee, ich gehe nicht nach Wehrheim, ich gehe nicht nach Norden, ich gehe nicht nach Süden. Doch, sie hat doch gesagt, sie geht nach Wehrheim. Nein, sie hat gesagt, sie bleibt hier. Nee, sie hat gesagt, sie selbst geht nach Wehrheim, ja, ihren Leuten stellt es frei und die sollen sich in irgendwelche Wälder hocken. Ja, und sie hat gesagt, ja, schickt niemanden nach Norden, niemanden nach Süden und niemanden nach Westen. Nö, das hat sie nicht gesagt. Von mir aus sollen nach Süden gehen. Genau das hat sie gesagt. Genau das hat sie gesagt, dass sie niemanden nach Norden oder Süden schicken wird. Dass sie genau hier bleiben sollen und sich auf Bäume verstecken. Sie hat gesagt, sie würde denen das nicht befehlen. Richtig, das ist genau dasselbe. Ja, sie wird denen gar nichts sagen. Im Ernst, die wird denen nicht mal sagen, Leute, ihr könntet nach Süden gehen. Die wird gar nichts tun. Das ist doch das Problem. Ja, weil die von uns abgefuckt ist. Ja, nee, weil sie eine fucking Reichsverräterin ist. Ja. Weißt du, Karinor ist reichstreuer als du, das sollte dir zu denken geben. Hey, ich bin Alan Fahner, dieses Kackreich hier kann ich mal hart am Arsch schicken, mein Freund. Ja, geh nach Hause! Ich will mein scheiße Gehalt am Ende haben. Aber du musst es mal so sehen, ich bin trotzdem bereit, dich fürs Reich zu opfern. Ja, ich weiß. So, Kinder, ich muss jetzt mal sehen, dass ich in eine Dusche komme. Entsprechend klären wir das hinterher. Du elender Verräter.